Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt aktuell genau 7 Uhr. heute steht auf jeden Fall einiges an und ich beginne mit meiner Morgenroutine, was ich jeden Morgen mache, tatsächlich bevor ich überhaupt frühstücke. Ich muss ja jeden Morgen meine Schilddrüsentabletten nehmen und dann darf ich erstmal 30 Minuten nichts essen, beziehungsweise ich darf zwar trinken, so Wasser, aber jetzt auch nicht irgendwie was Schwereres, also irgendwie Säfte oder sowas, sollte man ja auch erst einmal vermeiden. Und deswegen, was ich morgens immer mache, ist, ich nehme eine Tablette. Dann bereite ich meine Tees für den Tag zu, mache ein bisschen, was vielleicht in der Küche übrig geblieben ist. Dann ziehe ich die Jungs an. Wenn dann so eine halbe Stunde vergangen ist, dann kann man sozusagen mit dem Frühstück starten. Ich mache dann morgens Lias seine Brotboxen fertig, wenn er in den Kindergarten geht. Und wenn nicht, mache ich morgens halt das Frühstück fertig. Aber ich muss halt immer so eine halbe, dreiviertel Stunde warten. Und was ich immer mache, sind meine Tees vorbereiten. Wenn ich morgens in den Sport gehe, mache ich das sogar noch ein bisschen früher, dass es ein bisschen abgekühlt ist, weil beim Sport mag ich es halt eben, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, beziehungsweise stelle ich es dann auch gerne in den Kühlschrank. Ich habe euch ja schon die neuen Bottles gezeigt von Fitwear. Die habe ich, seit die rausgekommen sind, immer im Sport mit dabei. Auf die schwarze wurde ich tatsächlich auch schon angesprochen. Die ist einfach so schön. Es sind halt schöne, dezente Farben, die einfach so basic sind. Und ich bin echt verrückt. Mein Mann hat mich schon ausgelacht. Jeden Morgen komme ich nämlich, also was heißt jeden Morgen, aber an den Morgenen, wo ich halt in den Sport gehe, gehe ich in die Küche und gucke mir erstmal an, so welche Bottle passt zu meinem Outfit. Ich weiß, das ist crazy, aber ihr habt es ja jetzt auch schon oft gesehen in meinen Instagram-Stories. Ich schaue da wirklich nach, was da gerade so schön matcht sozusagen. Ja, Samu. Was ich euch hier unbedingt erzählen wollte, ich habe in einer der letzten Vlogs nämlich Unboxings gemacht und euch gesagt, dass es da auch Neuheiten von Fitwear gibt. Und wenn es soweit ist, dass ich euch hier auf jeden Fall auch Bescheid sage, dass ihr einfach Bescheid wisst. Es gibt nämlich 2 brandneue Tees von Fitwear. Einmal für den Morgen, um richtig mit Energie zu starten und einmal, ja, um Ruhe, Ausgeglichenheit für den Abend, um dafür zu sorgen. Und diese 2 Tees haben es richtig in sich. Die sind einfach so, 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 so lecker. Ich habe die hier gerade nämlich ausgebreitet, dass ich euch das mal zeige vom Inhalt. Das ist einfach, das riecht so lecker, wie wenn hier 50 Duftkerzen stehen würden. So, wir haben jetzt hier als allererstes für den Morgen einen super leckeren Tee. Und zwar der Litchi Blossom Body Tea. Der schaut so aus. Oh mein Gott, das sieht so, so lecker aus. Man sieht auch schon die ganzen Blütenblätter. Das ist übrigens ein Früchtetee mit weißem Tee. Hier sind zum Beispiel Apfelstücke drin oder Limonengras, natürliches Aroma, Rosenblütenblätter, Ringelblüten. Das sieht man, glaube ich, ganz, ganz gut. Und natürlich die Litchi-Stücke. Ja, ich habe mir hier auch direkt schon mein Sieb vorbereitet. Der ist nämlich perfekt für den Morgen. Da ist weißer Tee, wie gesagt, drin. Und weißer Tee, wer es weiß, das enthält ja natürlichen Koffein. Und somit habt ihr einfach einen richtig schönen, ja, frischen Kick für den Morgen gegen die Müdigkeit. Und das Ganze aber, wie gesagt, natürlich. Also das spendet auf jeden Fall, ja, frische Energie für den Morgen, dass ihr einfach mit Leichtigkeit in den Tag starten könnt. Und wie gesagt, der ist so blumig, fruchtig vom Geschmack her. Durch die Litchi halt eben sehr exotisch und also mag ich sehr, sehr gerne, gerade für den Morgen. Das macht halt wirklich einfach nur wach. Und als Gegenpart für den Abend haben wir den Cherry Balance Pure Tox Tee. Leute, der Geruch ist einfach der absolute Wahnsinn. Das ist übrigens ein Früchtetee mit Kirsche-Lavendel-Geschmack. Leute, super, super lecker. Hier sind auch süße Apfelstücke zum Beispiel drin, Bohnenschalen, Limonengras, Hibiskusblüten, Kirsche und natürlich auch die Lavendelblüten. Ja, und dieser Tee soll einfach für Ruhe und Entspannung sorgen am Abend, um einfach so ein bisschen runterzukommen vom stressigen Alltag, egal wie euer Alltag aussieht. Also der ist auf jeden Fall super. Super, 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 super lecker. Ich bin sowieso jemand, der total auf Cherry steht. Also Kirschen finde ich einfach nur mega genial. Der Geruch, der Geschmack ist einfach phänomenal. Deswegen ganz, ganz, ganz toller neuer Tee. Ja, ihr Lieben, diese 2 neuen Tees wollte ich euch nicht vorenthalten, dass ihr hier einfach auch Bescheid wisst, dass es da niegelnagelneue Tees gibt, die einfach super duper lecker schmecken. Gerade jetzt so, wenn man langsam aus dem Winter hoffentlich bald in den richtigen Frühling starten kann. Gerade so für die morgendliche Müdigkeit ist es mega, mega genial, dieser Tee. Und wie gesagt, ich werde mir da jetzt auch direkt einen aufbrühen, den ein bisschen abkühlen lassen und mit dem dann in den Tag starten, weil ich, wie gesagt, heute noch einiges, einiges vorhabe. Und wenn dieser stressige Tag, heute ist wirklich viel zu tun,
geschafft ist, dann werde ich hier auf jeden Fall meinen Tag ausklingen lassen mit dem Cherry Balance Tee. Oh mein Gott, ich freue mich schon, der ist wirklich super duper lecker. Ihr Lieben, wenn die euch interessieren, schaut ihr euch gerne mal an. In der Infobox werde ich euch den direkten Link reinsetzen. Schaut gerne mal bei Fitvia vorbei. Mit meinem Code könnt ihr euch ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro ganze, Achtung, 40% sparen, ihr Lieben. 40% auf die komplette Seite, egal was. Und das war's noch nicht. Ihr kriegt noch einen Tee gratis dazu. Und ich blende sie euch gerne mal ein. Ihr könnt euch aus 6 Tees euren Liebling aussuchen. Und da sind Hammer-Tees mit dabei. Also absolute Bestseller und Lieblinge. Und da könnt ihr euch euren persönlichen Liebling aussuchen. Ich werde euch alles nochmal in die Infobox verlinken. Schaut da gerne vorbei. So, ich mache mir jetzt aber endlich mal meinen Tee. Ich weiß schon, was für ein Outfit ich heute anziehen werde, weil ich mir das morgens meistens noch rauslege, dass es einfach schneller geht dann später. Und zwar wird heute die Black Bottle zum Einsatz kommen. Übrigens Edelstahl, das heißt, die sind wirklich unkaputtbar. Die sind mir, muss ich sagen, schon öfter mal, weil ich dann mal dran komme, gerade im Fitnessstudio, wenn ich die neben den Fitnessgeräten stehen habe, dann komme ich mal irgendwie blöd dran, dann fallen die mal um. Da passiert halt absolut gar nichts. Auch wenn ich die hier zu Hause stehen habe, mag ich am allermeisten, weil es halt kein Glas ist. Die sind auch schon mal vom Tisch geflogen. Muss ich ehrlich zugeben, mit 2 kleinen Kindern passiert das halt eben mal. Und da ist nichts kaputt gegangen, da ist nichts ausgelaufen. Die sind richtig, richtig safe. Also da passiert überhaupt gar nichts. Und eure Getränke bleiben halt eben länger kalt oder länger warm durch diese Doppelverkleidung. Also ich liebe es. Schaut es euch gerne mal an. Die werde ich jetzt zubereiten und mit in den Sport nehmen. Jetzt werde ich hier aber erstmal unseren Morgen noch fertig gestalten. Und dann geht es ab nach draußen einiges erledigen. Aber wir hören uns dann wieder. Mega Wetter, Sonnenschein am frühen Morgen. Wow, schaut euch mal meinen Glow an. Ich habe hier gerade so eine Gesichtsroutine am frühen Morgen gemacht. So, bin heute mal mit unserem kleinen Auto unterwegs. Alle alten Zuschauer kennen es. Meine alten Vlogs oder meine ersten Vlogs sind ja hier in diesem VW Polo entstanden. Der hat ein paar Schmerzen. Der braucht Ölwechsel, der braucht Reifen aufpumpen. Dann, was war noch gewesen? Ich glaube Inspektion. Ja, keine Ahnung, da leuchtet so einiges auf. Und da wird jetzt ein bisschen was gemacht, dass dieses Auto auch mal wieder gefahren werden kann. Momentan gerade jetzt auch mit Homeoffice und so. Meine Schwester, wir alle sind irgendwie kaum am Auto fahren. Wenn wir fahren, dann, wenn wir irgendwie gerade was Besonderes haben, dass wir nach Frankfurt müssen oder sowas, dann fahren wir die Autos. Ansonsten halt eben zum Einkaufen. Also die Autos stehen momentan schon viel rum, deswegen ich wollte dieses Auto ready kriegen, dass ich vielleicht am Samstag, also morgen, habe ich ja meinen Friseurtermin, vielleicht mit dem Auto fahre, dass es mal ein bisschen gefahren wird. Aber dazu muss es erstmal tipptopp perfekt alles fertig gemacht werden, weil keine Lust dann irgendwie Richtung Mannheim irgendwo stecken zu bleiben oder sowas. Deswegen mal gucken. Ja, jetzt fahre ich aber schnell, weil ich habe in ein paar Minuten meinen Termin, dass ich das Auto abgebe. Genau. So. Das Auto ist abgegeben. Ich habe gesagt, macht alles, was gemacht werden muss. Hauptsache, das Auto ist wieder wirklich perfekt fahrbereit. Ich habe gesagt, weil ich habe ihn eigentlich nur angemeldet zum Ölwechsel. Ich habe gemeint, bitte einmal Reifen aufpumpen. Und er hat auch irgendwas von der Inspektion gerade. Ist die Leuchte angegangen. Keine Ahnung, dieses Auto hat irgendwie gerade viele Schmerzen. Ich habe gemeint, egal, auch wenn ich das Auto erst morgen wieder bekomme, Hauptsache es ist alles gemacht. Er hat gemeint, er guckt sich alles gleich mal an und dann meldet er sich, was alles gemacht werden muss, weil er muss ja sich ja trotzdem ein Okay einholen. Ja, so schaut's aus. Hab jetzt gerade einen schönen Spaziergang hinter mir. Das ist so vielleicht 20, nein, noch nicht mal 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten. Die wollten mich nach Hause fahren, aber ich sag, nee, komm, wenn es jetzt regnen würde, hätte ich es bestimmt in Anspruch genommen, aber so. Aber bei dem schönen Wetter kann man auch mal laufen. Heute soll es auf jeden Fall nicht regnen. Endlich mal, Halleluja. Ich weiß gar nicht, der wievielte heute ist, aber unsere Überdachung kommt ja bald. Ich freue mich so sehr drauf. Und Leute, ich habe es auch schon gesagt, morgen ist ja mein Friseurtermin. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass einiges abkommt. Also ich möchte einiges abschneiden. Einfach durch den Haarausfall und so sind die so dünn unten geworden. Die sind nicht kaputt, die haben keinen Spliss oder so, aber trotzdem, also ich möchte einiges abschneiden. Wo ich mir aber mittlerweile unsicher bin, ist bei der Farbe. Ich habe nämlich auf der einen Seite Lust, ein Stückchen dunkler zu gehen. Ich mag es ja total. Ich habe aber Angst, dass ich es irgendwie bereuen könnte. Keine Ahnung. Ich habe auch Lust, bei meiner jetzigen Haarfarbe zu bleiben, also so einen dunklen Braunton und ein paar Highlights reinzusetzen, dass es nicht so einheitlich die Farbe ist, sondern dass da so ein paar Highlights mit drin sind.
Ja, also ich schwanke gerade voll und kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Ich sollte mich mal langsam entscheiden, weil morgen ist es ja schon soweit und dann sitze ich da und habe keine Ahnung. Am Ende mache ich gar nichts außer schneiden. Ich war die letzten Tage gar nicht mehr im Sport, weil ich ja ständig Probleme hatte mit den Brustschmerzen und so. Und ich dachte mir so, boah, dann auch noch irgendwie auf einen Crosstrainer oder irgendwie Gewichte. Das hätte so weh getan. Aber ich habe eigentlich gestern war es schon so, dass ich eigentlich gar keine Schmerzen mehr habe. Es ist irgendwie komplett weg. Keine Ahnung, ob ich vielleicht am Dienstag, ich habe ja am Dienstag einen Frauenarzttermin, ob ich den überhaupt annehmen soll oder wahrnehmen soll, weil ich muss dafür ja nach Frankfurt fahren. Ja, ich gucke einfach mal noch die nächsten Tage, wie sich es verhält. Hallo ihr Lieben! Jo, ein paar Stunden später, wir haben mittlerweile 11:45. Habe jetzt eigentlich, seit ich zu Hause war, die ganze Zeit am PC gearbeitet. Jo. Und jetzt hatte ich mich, heute Morgen hatte ich dann gesagt, ich möchte heute mal wieder in den Sport gehen. Und habe dann heute Morgen geschaut und der erste Termin war jetzt halt 11:45. Ich bin jetzt 2-3 Minuten zu spät, aber das ist ja nicht schlimm. Genau, das waren die ersten Termine. Es gab jetzt einen Termin, dann irgendwann heute Nachmittag einmal noch frei und dann heute Abend erst 8:45. Ich war ja noch nie der Typ, der abends gerne Sport gemacht hat. Ich bin dann eher so abends, ja, eher zu Hause chillen oder dann damals weggehen mit Freunden was unternehmen. Ich habe schon immer gerne morgens, spätestens am Nachmittag Sport gemacht. So, ich bin fertig mit dem Training, aber völlig fertig. Das ist übrigens mein heutiges OOTD. Die Schuhe sind von Adidas, die Leggings und das Oberteil von Oceans Apart. So, jetzt geht's ab nach Hause, endlich mal Mittagessen. So, ich habe jetzt nach dem Sport bin ich eigentlich jetzt direkt nach Hause. Ich habe was gekocht und während dem Kochen haben die angerufen, dass das Auto fertig ist. Dann haben wir schnell gegessen. Ich habe das Auto jetzt, bin hierher gejoggt halb. Das hat auch nochmal gut getan. ein bisschen Kalorien verbrennen. Jetzt habe ich das Auto abgeholt. Ist alles wieder Roger. Und ich bin 380 Euro los. Yay. Es wurde allerdings auch TÜV gemacht. Also HU, AU, kompletter Ölwechsel. Die Reifen wurden aufgepumpt. Das haben sie aber nicht berechnet. Irgendein Ölfilter wurde getauscht, Aktivkohlefilter wurde getauscht, keine Ahnung, aber ich bin 380 Euro los. Yay! Katastrophe, jetzt muss ich mal gucken, ob hier noch genug Tank drin ist, sonst gehe ich auch noch tanken, aber jetzt geht's erstmal ab nach Hause. So, jetzt ist schon wieder einige Zeit vergangen, seitdem ich das Auto abgeholt habe. Ich war danach bin ich eigentlich nach Hause gefahren und habe hier von unserem Grill dieses Gas geholt, weil ich eigentlich eine neue Flasche holen wollte, weil unsere ist leer. Aber unser Baumarkt hier ist ein bisschen kleiner, der ist nicht so riesig und deswegen, was ist hier eigentlich schon mit meinen Haaren los? haben die den nicht gehabt. Dann bin ich wieder heim und habe eigentlich nur den Samen und meinen Mann abgeholt sozusagen und bin und dann sind wir bisschen spazieren gegangen, haben den Lias abgeholt vom Kindergarten, sind dann irgendwann wieder nach Hause, beziehungsweise ich habe noch zwei Pakete weggebracht. Genau, und seither sind wir eigentlich zu Hause. Ich habe jetzt gerade es endlich mal um 18 Uhr geschafft, meinen Vlog hier fertig zu schneiden, zu beenden. Und mein Mann legt den Samu gerade hin, der ist nämlich super quengelig geworden. Aber das ist so seine Uhrzeit, also wirklich so ab 17.30 Uhr fängt es an und dann muss man ihn wirklich bis 18 Uhr noch ein bisschen wach halten, dass er nicht zu früh schlafen geht. Genau, zwischenzeitlich war ich noch duschen gewesen. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen in die Tasten hauen. So ihr Lieben, ich melde mich noch mal ganz, ganz kurz. Wir haben mittlerweile 7:30. Mein Mann bringt den Lias gerade ins Bett und ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit am PC weitergearbeitet und habe noch so vielleicht 10 Minuten Arbeit ungefähr, würde ich schätzen. Dann kann ich meinen Blog endlich online stellen. Genau, und mir ist gerade aufgefallen, ich habe euch von Lias Windelfrei werden gar kein Update mehr gegeben. Wir haben nämlich die mega, mega Erfolgserlebnisse. Und zwar habe ich ja gestern
diese neue Toilette gezeigt, die auch Musik macht und so weiter und total süß aussieht. Und er hat sich ja mega darüber gefreut. Und gestern war es dann auch tatsächlich so gewesen. Er hatte, er trägt jetzt eigentlich die ganze Zeit solche, diese Übungsunterhosen sozusagen, die so ein bisschen, die halt keine Windel mehr sind, schon so ein, also er hat nicht dieses Gefühl, ah, da ist eine Windel, aber er weiß schon, dass es eine Unterhose ist, die sozusagen ein bisschen was auffängt. Also er hat das schon gerafft, er ist ja nicht doof. Aber es war so gewesen, als wir das gestern, als ich ihm das alles gezeigt hatte, hatte ich ihm diese Übungsunterhose angezogen und da ist das erste Mal noch ein bisschen was daneben gegangen. Aber dann beim zweiten Mal hat er tatsächlich von sich aus Bescheid gesagt und hat sich aufs Töpfchen gesetzt. Und gestern ist es das erste Mal gewesen, dass er offiziell ins Töpfchen gemacht hat. Ich bin so stolz. Das können jetzt nur Mamas verstehen, die das auch schon erlebt haben. Das erste Mal ist was ganz Besonderes. Naja, auf jeden Fall ist dann diese Musik halt eben angegangen und er hat sich so gefreut und wir haben ihn dann so richtig gelobt und gefeiert und überhaupt. Und er hat nur gesagt, er saß noch auf dem Töpfchen und hat gesagt, Tante erzählen gehen. Und dann habe ich ihn wieder angezogen und er musste direkt rausrennen und es der Tante erzählen. Und oh Gott, das war so süß gewesen. Er war so stolz. Ja, das war allerdings auch im Prinzip kurz bevor wir ihn ins Bett gebracht haben, so eine halbe Stunde vorher. Deswegen ist an dem Tag nichts mehr passiert. Und heute war es so, als er aus dem Kindergarten gekommen ist, haben wir ihn auch direkt wieder diese Übungsunterhose angezogen. Und er ist hier zu Hause zweimal aufs Töpfchen gegangen und zweimal hat seine Musik gespielt und er findet es mega genial. Und heute ist nicht einmal was in die Hose gegangen, nichts daneben, gar nichts. Also seit er gestern sozusagen das erste Mal auf dem Töpfchen gewesen ist und er diesen Erfolgserlebnis hatte, der sagt wirklich von alleine Bescheid, dass er jetzt Pipi machen muss. Und dann kommt er auch, wir haben jetzt auf den verschiedenen Stockwerken die ganzen Toiletten verteilt. Er möchte aber immer auf seine spezielle Toilette. Und er sagt dann auch manchmal gleich, spielt Musik. Das ist so süß. Also das bestinvestierteste Geld ever. Weil die letzten Tage davor war es immer so, wir hatten mal die Übungsunterhose an, dann hatten wir normale Unterhosen oder Boxershorts an. Da hat er ja auch gemerkt, wenn er sich nass gemacht hat und so weiter. Habe ich gemerkt, dass es ihn total deprimiert hat. Das fand er überhaupt nicht cool. Und er hat auch zwischendurch gesagt, Pampi anziehen und er will nicht auf die Toilette gehen und so weiter. Also wir haben immer versucht, natürlich ihn irgendwie zu motivieren und so weiter, aber nicht zu drängen. Und das ist halt, also war ganz schwierig gewesen. Ich hatte halt auch im Internet viel gelesen, dass man halt mit Belohnung auch arbeiten soll, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man auch zu viel belohnt, ob das mal eine Süßigkeit oder ein Spielzeug ist oder natürlich auch mehr mit Worten. Also wir haben jetzt, seit er gestern und heute auf Toilette gegangen ist, wir haben ihn nicht einmal belohnt mit irgendeiner Sache, mit einem Gegenstand oder mit Schokolade oder irgendwie was, sondern wirklich nur mit unserem Loben, aber das macht die Toilette ja alleine schon dadurch, dass die Musik spielt. Also ich finde das Ding richtig, richtig genial. Also alle, die irgendwie demnächst auch damit beginnen möchten oder Probleme haben oder wie auch immer, werde ich das Ding gerne mal in die Infobox verlinken. Das ist auf jeden Fall wirklich mega, mega genial. Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz erzählt haben. Ich wollte es gestern schon, aber irgendwie ist dann der Tag so schnell rumgegangen. Keine Ahnung, und heute auch. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal berichten. Also mega, mega genial. Ja, so, jetzt bearbeite ich hier noch mal ein bisschen weiter, dann stelle ich meinen Vlog online und dann wird einfach mal ein bisschen gechillt. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen. Morgen ist es soweit. Die Haare kommen ab. Mit der Farbe bin ich immer noch so ein bisschen unentschlossen. Momentan tendiere ich dazu, in dieser Farbnuance zu bleiben und nicht noch dunkler zu gehen und vielleicht sogar ein paar Highlights reinzusetzen, so in diesem Karamellton halt eben. Da tendiere ich momentan eher zu. Aber mal gucken, was es wird letzten Endes. Ihr werdet es auf jeden Fall morgen sehen. Deswegen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder.